Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny und ich habe heute eine spannende Meditation für dich. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, das Thema, wie bleibe ich in meiner Kraft, wie fixiere ich meine Power, das ist natürlich immer so ein Thema in der Energetik. Deshalb habe ich heute eine Meditation vorbereitet. Ich habe die vor einer Woche circa mit einer Gruppe gemacht und ist deshalb nur ein Audio-File. Aber diese Meditation ist so außergewöhnlich gut bei der Gruppe angekommen, diese Kraftmeditation, und so außerordentlich wirksam. Und wenn du diesen Kanal verfolgst, dann kennst du mich ja, ich halte ja keine Meditation zweimal. Das heißt, ich mache das immer alles aus dem Stegreif raus und deshalb wiederhole ich mich auch ungern, weil ich einfach glaube, alles fließt und alles ist immer wieder neu und jedes Publikum ist neu und oft einmal ist eben jede Frequenz auch immer wieder ein bisschen anders zu definieren. Also deshalb bin ich kein Fan, dass ich immer wieder sklavisch dieselben Meditationen wiederhole und spreche die auch immer wieder neu ein. Und deshalb ist halt jede Meditation eigentlich so ein Unikat. Das heißt, die passiert einmal und entweder es gibt eine Aufnahme oder es gibt keine Aufnahme. Aber von der Meditation gibt es glücklicherweise eine Aufnahme. Und heute werden wir eben diesen Energetiktreff so gestalten, dass du eine Aufnahme hörst aus einem Kurs mit einer eben Meditation. Und ich wünsche dir jetzt schon einmal ganz viel Spaß und ganz viel gute Erlebnisse bei dieser Reise. Und du wirst merken, das ist eine sehr intensive, sehr reinigende Reise. Und ich werde da einfach ein paar Bilder jetzt dazu einspielen, während die Meditation läuft. Also genieße es, schließ deine Augen und hab eine gute, gute Reise mit einer original mediale Energetik-Meditation. In die eigene Kraft kommen, in der eigenen Kraft bleiben. Gesprochen von Oliver Ereny. Setze dich entspannt hin und schließe deine Augen. Atme einmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Wenn du dich mehr mit dem Thema Kraft auseinandersetzen willst, dann kannst du jetzt auch gerne mal die Pause-Taste drücken und dir mal so bewusst machen, was Kraft, Stärke für dich bedeutet und da mal noch kurz darüber meditieren. Und vielleicht bemerkst du dann, dass was du mit Stärke und Kraft verbindest, Bilder sind, die sich im Außen abspielen. Vielleicht eine sportliche Leistung, ein beruflicher Erfolg, irgendetwas zu schaffen, eine Herausforderung anzunehmen. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, das Wort Herausforderung, das fordert dich aus dir heraus. Du verausgabst dich. Alles, was aus dir fließt, kostet Kraft, kostet Energie. Und du machst jetzt diese Übung, diese Meditation, damit du in deine Mitte kommst, zur Quelle der Kraft, zu deiner unendlichen Kraft. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und nochmal ein und wieder aus. Und hier und heute, in diesem Augenblick,
hörst du auf, dich zu verausgaben. Stell dir mal vor, überall dort, wo Kraft, Lebensenergie aus dir herausfließt, ob das in Pläne ist, in Projekte, in Herausforderungen, überall dort drehst du jetzt diesen Energiefluss zurück wie einen Wasserhahn, eine Schleuse. Und das wird jetzt einfach mal etwas abgetrennt und rund um dich entsteht ein dunkelblauer, fast ins Violette gehender Schutzkokon. Und in diesem Raum, in dieser Sphäre, triffst du zuerst auf deine unendlichen Ideen, Pläne, Konzepte, Werte, Vorstellungen. Und diese Pläne, Konzepte, Gedanken, die jetzt in dieser Sphäre sind, die in diesem Raum sind, in deinem Lebensraum, die dir vielleicht sogar einen leichten Schwindel oder Kopfdruck manchmal verursachen. All das darf sich jetzt transformieren und in diesem dunkelvioletten, dunkelblauen Licht transformieren sich jetzt zuerst mal deine Gedanken, deine Konzepte. Und du erlaubst jetzt auch diesem Licht, diesem dunkelvioletten, dunkelblauen Licht, dass es all diese Konzepte, Gedanken transformiert und reinigt. Und du bittest jetzt um den inneren Mut und die innere Kraft, gerade die Konzepte loszulassen, mit denen du dich am meisten identifizierst. Die Gedanken, die Ideen, die dich am meisten definieren, sollen jetzt transformiert werden. Alles, was deinem Wesen widerspricht oder was deinem Wesen im Wege steht, wird nun transformiert. Du atmest tief ein und mit dem Ausatmen spürst du ein tiefes Loslassen dieser Gedanken und Konzepte. Spürst, dass du freier wirst, klarer und immer weiter. Und in dieser Klarheit, in dieser inneren Leere auf dieser Gedankenebene, sinkst du jetzt weiter zum nächsten aufwühlenden Punkt, und das ist deine emotionale Ebene, und auch dort sind Gefühle gespeichert, emotionale Konzepte und Erlebnisse, die sich vielleicht auch permanent wiederholen, und diese Konzepte werden jetzt gereinigt und geheilt und auch transformiert. Während du auf diese Ebene sinkst, hat sich die Frequenz, die Heilfrequenz, die um dich ist, die jetzt dich dabei unterstützt, deinen Fokus ganz bei dir zu lassen, hat sich diese Frequenz von einem dunkelblau, dunkelviolett
in ein sanftes rosarot-weiß gewandelt. Und dieses rosarot-weiß beginnt nun deine emotionalen Konzepte, deine Gefühle zu lösen und zu transformieren. Und vor allem die Gefühle, mit denen du am allermeisten identifiziert bist. Ich fühle mich halt so, ich bin halt so ein Mensch, ich liebe halt so. Und genau diese Konzepte sollen jetzt gelöst werden. Und du bittest jetzt darum, um den Mut, um die Kraft und um das Vertrauen, dass gerade diese Gefühle, die man jeden Tag wieder fühlt, die Gefühle, die sich vielleicht auf andere Personen beziehen, dass genau diese Emotionen jetzt gelöst und transformiert werden. Emotionale Konzepte. Also als Hilfe, um diese Konzepte loszulassen, ist alles, was du so fühle ich mich, so fühle ich, so fühle ich mich, so fühle ich, alles, was da einsetzbar ist, gehört jetzt transformiert. Ich bitte um den Mut, dass ich diese Konzepte loslassen kann. Ich möchte jetzt Freiheit auf der emotionalen Ebene erleben. Ich möchte Freiheit auf der emotionalen Ebene erleben. Du atmest tief ein und mit deinem Ausatmen macht sich diese Befreiung in deinem Wesen breiter. Immer breiter. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie dein emotionaler Bereich, dein Herzbereich immer weicher wird und sich mehr und mehr öffnet. Aber dein Herz öffnet sich nicht nach außen, sondern nach innen. Genauso wie sich deine Gedanken nicht nach außen, aufs Außen beziehen, sondern aufs Innen. Dein Kopf und dein Herz fokussieren sich immer weiter nach innen. Vielleicht zu einem Punkt, der noch nicht greifbar ist, aber der Fokus, die Richtung geht eindeutig in deine Mitte. Und in diesem Bewusstseinslicht deiner Inspiration, in diesem Bewusstseinslicht deiner Emotionen, gehst du nun auf die nächste Ebene, und das ist die Ebene deines Unterbewusstseins, deiner Triebe, deiner Prägungen, deiner Urinstinkte, deines inneren Kindes. Und ein tief oranges Licht begleitet dich jetzt auf dieser Reise in deine Mitte, in deine Kraft, in dein Wesen. Und du spürst, dass nun mit ganz viel Einfühlungsvermögen, Verständnis, dein inneres Kind, dein innerer Aufschrei, deine Unruhe, vielleicht auch deine Süchte, deine Ängste, ganz sanft sich lösen und transformieren.
alle Konzepte, die du in deiner Kindheit von deinen Eltern übernommen hast, die nicht deinem Wesen entsprechen, alle Konzepte, die dich dazu bringen, dich mehr und mehr zu verausgaben, fallen jetzt von dir ab. Ich bin bereit, loszulassen und neu geboren zu werden. Ich bin jetzt bereit, loszulassen und neu geboren zu werden. Und ich bitte um den Mut, dieses Loslassen auch durchzuführen. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du mit dem Ausatmen losgelassen hast. Und du wirst in dir freier, reiner und klarer, ganz neutral. Und in diesem neutralen, weiß strahlenden Licht spürst du jetzt, dass du dieser Quelle deiner inneren Kraft, der unendlichen Kraft, ganz nahe bist. Ich bitte nun um Führung zu meiner inneren Quelle der Kraft, zu meiner unendlichen Lebensenergie. Demütig und frei von Konzepten bitte ich jetzt um den Zugang zu dieser Quelle. Und du spürst jetzt, wie unter deinen Füßen ein strahlendes, unendliches Licht erscheint. So als würdest du direkt auf der Sonne stehen. Es ist hell und klar. Und du spürst, dass unendliche Energie um dich herum ist. Und vielleicht wurdest du einmal von der Illusion heimgesucht, dass diese Energie dich enttäuscht hat, dass du dieser Energie nicht vertrauen kannst. Und all diese uralten Konzepte, all diese auch karmischen Konzepte, die dich von deiner Mitte abgehalten haben, werden nun transformiert. Ich darf nicht in meine Kraft kommen. Ich darf nicht zu mir stehen. All diese Konzepte werden jetzt transformiert. Und in diesem Augenblick spürst du, machst dir ganz bewusst, dass sämtliche Einflüsse auf dein Wesen, sämtliche Einflüsse auf deine Lebensenergie, von dir gewählt waren. Ich habe die Wahl getroffen, was mich beeinflusst und was mich nicht beeinflusst. Ich habe die Wahl getroffen, wo ich mich verwickle, wo ich darunter leide, wo ich Ängste habe. Ich habe all das gewählt. Es war mein
freier Wille, meine freie Entscheidung. Und nun gehe ich zur Quelle der Kraft zurück. Nun erkenne ich, dass ich unendliche Energie auf allen Ebenen zur Verfügung habe. Nun erkenne ich, dass ich stets im Schoße dieser unendlichen Lebenskraft und Lebensenergie existiere. Ich bitte um den Mut, der Quelle der Lebenskraft, meiner inneren Quelle, zu 100% zu vertrauen. Und in diesem Augenblick öffnest du dich dieser Quelle, spürst dieses Licht, wie es durch dich fließt, durch alle deine Ebenen fließt, wie es deinen Körper erfüllt, dass diese unendliche Quelle in jeder Zelle deines Körpers existiert. Du wirst klarer, ruhiger und bewusster. Du spürst, dass du behütet und beschützt bist. Du spürst dein inneres Fundament. Und du spürst, dass du in deinem Wesen unerschütterlich bist. Atme nun nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Bleib etwas in dieser Energie. Und bedanke dich bei der Quelle. Spüre die Lebensenergie und erlaube dir, diese unendliche Kraft immer mehr und mehr in deinem Wesen, in deinem Leben zu spüren. In diesem Licht verglühen die Schatten deines Egos und du bist ganz und gar im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick. Atme nochmal tief ein und wieder aus.
Und erlaube dir jetzt nochmal diese Kraft gut und klar in dir zu spüren. Du kannst dich jederzeit an jedem Ort mit dieser Urkraft, dieser Urquelle wieder verbinden. Erinnere dich einfach daran. Und erlaube dir jetzt Schritt für Schritt, genau in deinem Tempo, wieder mehr in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Atme tief ein und wieder aus und streck dich mal durch, beweg deinen Körper. Und wenn du dich wieder gut spürst, komm ganz in diesen Raum, ins Hier und Jetzt zurück. Fühl dich klar, frei und entspannt.